Wenn wir anschauen, was heute passiert, diese Realitätsflucht, die wir haben in Deutschland, diese in meinen Augen zu einem großen Teil irrwitzige Politik, von der Energiepolitik angefangen bis zur Identitätspolitik, bis dahin, dass jetzt dann ein Queerverband der Jusos fordert, 7-Jährige müssen ihr Geschlecht frei wählen können. Ich bin überzeugt, all das wäre so nicht möglich ohne eine willfährige Presse, eine Presse, die Propaganda im Sinne des Dudens betreibt, und der definiert die Propaganda ja so, dass man eine politische Überzeugung durchzusetzen versucht. Und jetzt Hand aufs Herz, öffentlich-rechtliche große Zeitungen wie die Süddeutschen, versuchen die nicht eine politische Agenda durchzusetzen? In meinen Augen ganz klar. Ich habe mir überlegt, ich habe ja ein paar Einblicke hinter die Kulissen. Wie funktioniert das Ganze? Warum ist diese Medienlandschaft so gleich getaktet? Ich war ja früher auch in den großen Medien. Ich war früher auch im damaligen Sinne noch links. Und ich weiß das, was da für eine Kadermentalität gilt. Also wenn da irgendjemand nicht stramm auf dem Kurs ist, dann ist er ein Außenseiter, beziehungsweise kommt gar nicht rein. Ich erinnere mich da an ein Vorstellungsgespräch, da wurde ich dann auch gleich nach der politischen Haltung befragt. Und als ich dann sagte, naja, ich war Sozialdemokrat, dann war alles okay und war abgehackt. Ja, Grüner wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Und es gibt ja eine Umfrage bei den Öffentlich-Rechtlichen, 92,5% der Volontäre, also der Auszubildenden, rot, grün oder dunkelrot. Und SPD noch die wenigsten, also vorzugsweise ganz viele Grünen, noch mehr als bei der SPD, bei den Linken, und selbst die SPD da abgeschlagen. Und ich weiß, dass da ist ganz klar die Haltung da, dass man sagt, wir sind im Besitz der Wahrheit, wir wissen, was richtig ist, also rot, grün, lila ist richtig, und wir müssen die Menschen erziehen. Das ist diese Haltung, und ich habe das beim Fokus ja selber erlebt, das war ja, war wohlgemerkt eines der wenigen nicht linken Medien, und ich am Anfang habe ich auch gedacht, oh, um Gottes Willen, wo kommst du da hin? Und dann war es da so, dass ich da viele Kollegen kenne, die sich wirklich nach außen hin verstellen mussten, weil es eben nicht rot, grün, lila war, und dann intern aber sich sozusagen zu erkennen gaben, ja, und eigentlich, das ist ja nicht das Richtige hier, und man müsste ja bei den richtigen Medien sein. Aber das ist ja inzwischen auch gekippt. Fokus ist ja auch rot-grün-lila geworden. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es auch so. Und viele sagen, die seien bestochen, die seien gekauft. Nein, nicht. Also sehr viele sind Überzeugungstäter. Die sind wirklich im Besitz der Wahrheit, glauben sie. So nehme ich das bei Restle an, den ich auch persönlich kenne. Wir waren per Du. Und er glaubt, er müsse jetzt missionieren. Er müsse dieses dumme Volk auf Vordermann bringen und auf Linie bringen. Das Zerrgeräusch, das ist nicht mein Magen, das ist eine der beiden Katzen, die hier am Katzenbaum kratzt. Sorry. Und ja, die sind bestechlich im Gegensatz zu vielen anderen. Also die sind überzeugt. Dann ist natürlich ganz wichtig Opportunismus. Also viele sind nicht überzeugt, aber sie wissen ganz klar, wenn man sich auch nur im geringsten outet, dass man manche Dinge für übertrieben hält, dann ist man Außenseiter in den Redaktionen. Als freier Mitarbeiter kriegt man dann keine Aufträge mehr. Das ist eine ganz strenge Hierarchie. Und wer da unten ist in der Hierarchie, der muss ganz stramm auf Linie sein, sonst ist er raus. Ein ganz harter Korpsgeist. Also eigentlich all das, was man früher als rechts bezeichnete, abfällig, das haben wir heute hier bei Rot, Grün, Lila. Natürlich spielt Bestechung dann indirekt eine große Rolle. Ich sagte das ja schon, Aufträge. Karriere, wer kriegt Zugang, wer kommt in den Flieger rein mit dem Habeck, wer kommt ins Flugzeug rein mit Scholz, wer darf da mitfliegen, wer kriegt die Interviews. Ich weiß, das war schon zu meiner Zeit, dass ich dann Kollegen von den Regierenden bei Interviews sogar die Überschrift haben kontrollieren lassen und redigieren lassen, wo ich sagte, das geht doch nicht, das könnt ihr nicht machen, damit unterwerft ihr euch dort. Also es ist ein schleichender Prozess und ganz, ganz schlimm, dass eben ganz viele davon träumen, die Seiten zu wechseln. Schauen Sie mal die Riege der Regierungssprecher an, wie viele da früher Journalisten waren. Der Hebestreit, der Scholz-Sprecher, früher Journalist, der Büchner,
zweiter Regierungssprecher, früher Journalist, die Hoffmann, dritte Regierungssprecherin, früher Journalistin, der Sprecher von Lauterbach, früher Spahn, Kautz, früher Journalist. Und die Bundespressekonferenz in vielem ist das sozusagen eine Laufbühne. Wer da am brevsten ist, wer sich am schönsten andienert, der bekommt dann den Job in der Regierung. Und ganz viele träumen dann nur davon. Für mich wäre es der Albtraum. Ich kann mir das nicht vorstellen, um Gottes Willen. Also es wäre das, würde ich nie machen wollen, hier wechseln. Ich respektiere es auch, wenn jemand wechselt. Aber wenn man den Eindruck hat, die sind schon als Journalisten, versuchen die sich da nur einzuschleimen. Das ist auch an der BPK, wenn man sich das anschaut. Ich hatte das in der Schule, in der Klasse, da hatten wir welche, die nannten wir die Schleimer. Die sind immer so um den Lehrer rumgewinselt und haben dann da sich beliebt gemacht. Das Gleiche habe ich in der BPK erlebt. Nur nicht bei den Lehrern, sondern bei den Regierungssprechern, wo ich mir dann sagte, hallo. Und das Schlimmste, das hat man mir auch immer wieder so mitgeteilt, ich mache die Journalisten, die Bundespressekonferenz unbeliebt bei den Regierungssprechern. Das ginge doch nicht. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, was die für ein Selbstverständnis haben. Man darf sich nicht unbeliebt machen. Was ist daraus erwachsen? Eine Symbiose von Politik und Medien, ein politmedialer Komplex, was es eben unter Kohl nicht gab, was undenkbar war, weil Kohl war ja ein Konservativer und verhasst bei der Mehrheit der Journalisten. Jetzt sind endlich die an der Regierung. Angela Merkel, die Erlöserin, die ist für viele eine messianische Figur, weil sie diese Zuwanderung damals so befeuert hat. Und über jeder Kritik, der Kollege von T-Online, der Chefredakteur früher Spiegel Online, der hat geschrieben, Finsternis in der Licht ist die Angela Merkel. Also da sind alle Regeln des journalistischen Anstandes sind da verletzt und auch jetzt das große Problem, die sehen sich nicht als Kontrolleure der Regierung, die die Regierung kontrolliert, sie sehen sich als Kontrolleure für die Regierung, die die einfachen Menschen kontrolliert. Und ja, das ist das große Elend. Wie ist das aufzulösen? Vielleicht, wenn wir mal wieder eine konservative Regierung hätten, aber ist ja im Moment nicht absehbar. Ja, ich glaube, der Flurschaden für den Journalismus, der wird ganz, ganz massiv sein. Es wird über Jahrzehnte eine massive Vertrauenskrise geben. Gerade von denjenigen, die jetzt noch diesen Scheinrealitäten in ARD, ZDF, Süddeutscher und anderwo vertrauen, weil über Jahrzehnte erarbeitetes, ehrliches Vertrauen da noch da ist. Wenn die dann merken, dass sie ganz übel hinter das Licht geführt werden, dann wird das eine enorme Medienkrise. Und ich denke gerade die Rolle in der Corona-Krise, wo mir ein befreundeter Insider sagte, dass die Merkel einfach in den Zeitungen angerufen hat, teilweise auch hat anrufen lassen und gesagt hat, ihr müsst jetzt auf Linie sein. Das gleiche ja bei der Flüchtlingskrise. Staatsressourcen, Gesundheit der Menschen, das müsste eigentlich juristisch aufgearbeitet werden, weil die Medien hier eine massive Verantwortung auf sich geladen haben. Es muss da eine Vergangenheitsbewältigung geben. Man muss untersuchen, wie kam es zu diesem medialen Systemversagen. Und ich bin überzeugt, ohne diese Rolle der Medien wäre diese irrwitzige Corona-Politik nicht bis jetzt noch durchzuhalten und sehr viele andere Dinge, auch die Energiepolitik und dergleichen mehr. Wir haben also ein völliges Versagen der vierten Macht im Staate, der Medien und nicht nur der in der Politik haben wir das auch. Ja, eine traurige Analyse. Schreibt mir eure Fragen, schreibt mir eure Kommentare. Ich freue mich drauf. Und ja, diese Geschichte zeigt auch, wie wichtig es ist, dass es Alternative, wie man das nennt, Medien gibt. Wobei so alternativ sind wir ja nicht mehr. Also so klein sind wir nicht mehr. Meine Seite hat jetzt bis zu 53,7 Millionen Aufrufe, Klicks und 6,1 Millionen Besucher allein im August. Manche verwechseln das, der Unterschied Klicks und Besucher. Also der eine Besucher kann ja viele Klicks machen. Und das zeigt, dass da doch was Wichtiges entstanden ist. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum sie uns so bekämpfen, warum man dann ins Visier der Polizei gerät, der Staatsanwaltschaft. Ich glaube, da ist eine relativ große Angst da. Das war's für heute. Alles Gute. Danke. Ciao. Reitschuster.de